diese scheiß Flächen auf dem Boden. So akkurat ausweichen kann ich noch nicht. Shootet alles auf einmal oder was? Ich kann hier sortieren. Lol. Geschenkinventar. Keine Ahnung, wem ich irgendwas schenken soll. So. Gehen wir jetzt links oder rechts? Ich gehe mal rechts weiter. Er hat ihn getroffen, der Fluch. Den auch, ja, den auch, aber die, oh, das ist wieder so eine schwerere. Mit den komischen. Sind nicht mit dem Arsch hier. Oh, das darf nicht runtergehen. Yo, was ist? Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, chill. Ah, da ist noch eine. Sind ja, okay, das, hier schießt irgendwie alle. Hier schießen irgendwie alle auf dich. Okay. Passt nicht ins Inventar, macht nichts. Aber sobald man einen Heiltrank verbraucht hat, kriegt man den nächsten. Ich habe schon gedacht, ich bin tot. Aber ich darf das heruntergehen lassen. So. Geil. Jetzt gehe ich ja doch wieder oben hin, wo ich am Anfang, glaube ich, war. Boah, eins. Oh, das ist wieder so eine Elite. Gucken wir mal den neuen Golem holen. Und mein Fluch noch nicht getroffen. Oh, 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 muss aufpassen. Oh, wie viel denn noch im Kreis? Ah, Wichser, was ist denn mit dir? Oh. Wo ist er hin? Ist halt geil, dass er das da hinsetzt, das Ding da am Rand, dass man nicht drum herum laufen kann. Das macht der macht das andersrum als der andere Boss. Weg. Oh. Ist ja nicht sehr nett von dem hier. Jetzt meine Ding wieder, ja. Macht er das andersrum, okay? Und wenn ich meine scheiß Fähigkeit habe, dann tut er sich irgendwo hinporten. Golem nicht mehr da oder was? Welche Richtung? Die Richtung. Der hat ihn eingefroren, das ist frech. Wo ist er denn? Ich seh den irgendwie nie. Ah, jetzt ist er schon wieder weg.
Was habe ich? Experiment von irgendwas? Ich würde gerne nochmal köfen gehen, verköfen hier. Ich habe ja alles Glut, was nichts für mich ist. Physischer Schaden, Mann, Rüstung, Gesundheit, oder? Diener, Gesundheit, Diener, okay. Ich glaube, das ist alles nichts für mich. Mit was spiele ich denn überhaupt dann? Mit zwei Hand? Gear. Ich spiele mit Two-Hand-Sword. Melee Damage und Melee Critical Strike. Increase Melee Attack Speed. Okay, das ist krass. Ich spiele mit Zwei-Hand-Swords. Gut. Was ist das? Ein Sword. Nur Melee Damage. Erhöhter kritischer Trefferchance, kritischer Schaden. Hier ist. Crit ist gut, ist gut, ist gut. 32, Nahkampfschaden 8. Irgendwas anstelle von dem, was ich jetzt habe, was besser ist. Das ist Einhand. 7% Bewegungstempo verringert ist auch nicht so geil. Ausweichwertung, was habe ich für Hände? Increased Melee Attack Speed. Achso, ich gehe voll auf Melee Attack Speed. Ich habe halt nichts, was hier irgendwie Int gibt. Doch, hier, plus 1 Int. Und ich muss hier komplett auf Int skillen, oder was? Erhöht Mana-Regeneration und Int. Irgendwas muss auf Int skalieren, weil ich habe keinen einzigen Spell, der Int braucht. Und ich gehe voll auf Nicht-Int. Blessings, Lightning Resistance, Increased Armor, Increased Necrotic Damage und Critical Strike. Idols, was auch immer das jetzt wieder ist. Götzen oder so, ne? Health, Cold Resistance, Health, ja, weil Miele. Health. Boah, ist ja voll, okay, krass. Ich verstehe das nicht genau. Irgendwas muss ja skalieren drauf. Okay, ja gut. Warte, wenn ich jetzt mich zurückporte, kommt alles nochmal. Ich mal kurz ein bisschen weiter weggehen. Ist der weg oder ist der nur... Weg, weg. So, ich habe keinen Porten. Also die Dicken sind echte Wichser. Ich sag's, es ist hier. Dicke Wixi. Millionen Fähigkeiten auf dem Boden. Und irgendwelche Bubbles um sich herum. 20! Noch ein Slot freigeschaltet. GG, geil, Mann. Ultra. Okay. Das hier. Hier. Dann P. Nee, S. Ja, ich habe ja nur das. Wo sind die denn? Passive. Blessings. Nee, das ist was anderes. Summary. Also,
Ich weiß nicht, wann ich das hier kriege. Is a core part of building and enables the low-life playstyle thanks to deadlock, dispatched shroud and corrupted irgendwas. Powerful combined with the deadlock no take. Oh, oh, oh. Wenn ich hier lese, taucht einfach so ein kleiner Kacktyp auf. Was ich sagen wollte, ich dachte, ich tue den Spell rein. Hier. Der wäre der nächste. Den anderen kriege ich damit 40 oder was? Alter, welche Tasten sind das hier? Ne, 35, okay. Ja, dann nehme ich halt den. Ich kann den nicht reintun, oder was? Ach doch, hier. Okay. Vier un... Oh, ich habe ja vier zum Skillen. Vier unbenutzte. Hier. Vier... Was ist das? Erstmal das hier. Was für ein Ding? Dieser komische Kopf hier. Schnittergestalt verfällt dein LP immer langsam und du verursachst erhöhten Schaden über Zeit. Jo, fühle ich. Dann will er auch bei 2 auf das hier gehen. Senschnitt hat erhöhtes Abklingzeit Wiederherstellungstempo. Was willst du? Habe ich? 3 ist dann hier. Sensenschnitt hat viel längere Abklingzeit, halt aber nicht mehr die Abklingzeit mit Transplantation. Ja, wenn du das sagst. Und 4 ist dann hier oben. Ja, wer kommt denn auf sowas? Hier oben. Das da. Soul for a soul. Seele für eine andere. In Schnittergestalt verursachst du erhöhten Schaden, hast aber verringerte Heilungseffekte. Effektivität. Yo. Okay. Gut. Ich glaube, das war das hier. Sensenmann hier, da die Sense. 5. 4. Und 1. Ernte gewährt jedes Mal LP, wenn man gegen eine Verfluchtung und die erhaltene LP skaliert mit deinem Intelligenzwert. Oh, deswegen vielleicht Intelligenzwert. Jo, jetzt verstehe ich. Ist immer verflucht. Ein Punkt noch. Zack, das hier. Das ist was? Mind Harvest. Gedankenernte. Ernte gewährt dir Schutz. Okay, das habe ich schon vorhin geskillt gehabt. Das ist sehr, sehr geil. Habe ich. Gut, nächstes. Das hier. Viermal. Bei 5 ist da unten rechts. Siegel der Sterblichkeit. Knochenfluch wendet für 2 Sekunden Tötungsmal an, verbraucht jedoch mehr Mana. Dieser Effekt überschreitet die normale Dauer von Tötungsmal. Was auch immer Tötungsmal ist, danke. Und das nächste. Zack, hier. Diese Schnecke da. Lähme der Angst. Knochenverfluch verlangsamt innerhalb deines Wirkungsbereichs. Aber wieso? Ich bin doch eh beim Melee dran. Wieso sollen die langsamer werden? Aber hat schon alles seinen Sinn. Dass sie vielleicht nicht weglaufen können, dass ich dranbleibe. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Okay. Klingt nice. Klingt nice. Klingt nice. So. Let's go. Weiter geht's. Ich würde da nur mal verkaufen, aber ich habe überall so viele Gegner gehabt hier.
Oh, mein Dude ist weg. Den ich bald einfach nicht mehr haben werde. Also ich habe nichts Neues zu bekommen, ne? Wow, cool, Alter. Hier wäre Range. Oh, mein Gott. So viele. Es ist ein Fetter da hinten, gell? Na, schön explodieren lassen. Heil. Okay, das reicht aber trotzdem noch mit den Heileffekten. Easy. Kann ja ewig in der Gestalt so bleiben, wenn so viel immer Gegner kommen dauernd. Theoretisch. Oder auch nicht. Oh. Also die Abklingzeit ist jetzt erhöht, aber schert sich mit irgendwas die Abklingzeit, was ich noch nicht habe. Also langsam wäre ich dafür, mal in irgendeine Stadt zu gehen. Am Anfang gab es auch so Kisten, aber das habe ich jetzt gar nicht mehr. Oder sehr, sehr selten. Ich versuche auch immer so ein bisschen irgendwo hinzugehen. Yo! Oh, mal teleportiert! Okay. Ah, da! Bin ich in so einer kleinen City, oder was? Guck mal. Aufgedeckt. Ah, ich bin in so einer kleinen City. Jo. Brauche ich jetzt nicht. Lass mir Ruhe. Bla, 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 bla. Ja, werde ich tun. Gar kein Problem. Bin ich dabei. Da ist der Schmiede. Hier ist zum Verkaufen. Der ist hier zum Verkaufen. Alles, oder? Ich habe hier nur das gelootet, was nicht zu mir passt. Ich werde aber gerne mal... Oh, was ist das hier? Mehr Rüstung, mehr Mana, mehr Gesundheit erhöht. 71% erhöht Diener Gesundheit. Ja, muss sie nicht sein. Ich will halt Zweihandspeer. Nahkampfschaden, Nahkampfmultiplikator für Christoph. Erhöht deine Chance auf Betäubung mit Nahkampf. Einfach mal nehmen, ne? Einfach mal nehmen, komm. Einfach mal nehmen. Nahkampf, Baden. Zweihandschwert. Nahkampfschaden. Plus 10. Lass uns mal kurz was verkaufen, damit wir Platz haben. Im Inventory. Ausweichwertung, Feuerbeständigkeit. Ich brauche halt Nahkampfschaden. Das ist das, was ich am meisten brauche. Ausweichwertung. Also tränt jetzt meine Nase. Tränt, sie läuft. Also wir entscheiden gleich, was wir nehmen hier. Kann ich eh nicht anziehen. Na, brauche ich nicht. Warte kurz mal, Sortiererei. Dann machen wir folgendes. Zweihandschwert plus Nahkampffeuerschaden. Schauen Sie, wenn zünden Treffer. Das mit dem höchsten Nahkampfschaden. 33 und Multiplikator mit den vier kritischen 33, ist das gleiche. Ne, 33,6, der ist mehr. Achso, Nahkampf-leeren Schaden, Nahkampfschaden wird als Gesundheit geraubt, erhöht Chance auf Betäubung mit, machen wir das einfach mal. Okay, dann schauen wir mal hier, Betäubung, okay, das ist nur Betäubung. Machen wir das. Der ist halt weniger Schaden. Nahkampf, ja, das macht schon einfach mal ein bisschen mehr Schaden und fertig. Scheiß drauf. Einfach mal ein bisschen mehr Schaden und fertig. Okay, ist wieder clear. Was muss ich jetzt hier, mit wem muss ich jetzt hier sprechen? Hier oben.
Hat dieser Typ noch eine Quest für mich, oder? Woher wusstest du das? Ja, natürlich, ich habe alles gewusst. Ja, ja, jawoll! Der hier? Ja, ja, Moment, was ist denn hier? Das ist noch eine Tür, aber ich glaube, ich muss hier lang. Okay. So. Action. Kultistenlager. Oh. Ah, nenn mich jetzt nicht die Fähigkeit. Wie lange habe ich jetzt Cooldown auf die eigentlich? 18,9 Sekunden. Ich muss halt nach rechts unten irgendwie kommen. So, ich brauche Gegner, um die Gestalt zu halten hier. Was für eine Schweinerei hier. Oha, wieder irgendwelche tausend AOE-Fähigkeiten hier. Okay, noch rechtzeitig, nachdem die Gestalt abgelaufen ist. Ja, ja, kümmert, macht da nur rum. Ich bin ja schon mal ein bisschen weiter hier. Ach so, da sind sogar schöne Spinnen. Oh, viel Damage kriegen Main oder was sagst du? Muss echt drauf aufpassen. Ja. Da blinkt. Oh, okay, das. Oh, wow, 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 wow. Oh, jetzt bissen sie schon mit der Gesundheit. Ah, hat mir ein Heiltrank gefehlt. Das Loot ist aber heftig hier. Ich kämpfe jetzt sowas wie mit einer Sense. Ah ja. So ein schöner Schrein hier. Was machen wir da? Ach, das ist Gold. Oh nee, geil. Passt doch, weil ich krieg nicht so viel Gold, weil ich kaum was verkaufe. R. Sind schön laut, die Schläge hier. Zack. Ich wollte gerade porten. Ich bin noch sogar in der Gestalt. Zack, weiter. R, weiter. Jetzt wieder oben. Ah, schade, können wir nicht oben halten. Der wieder mit seinem scheiß Regen da. So eine scheiß AOE-Fähigkeit. Ich muss doch mal den Golem neu beschwören hier. Zack. Was haben wir denn hier alles? Zweihandschwert, Nahkampf, Blitzschaden. Weniger Nahkampfschaden, Nahkampf. Oh, zack, da rein hier. Ring, erhöhter kritischer, weniger Ausweich, weniger Schaden. Dafür erhöht kritische Trefferchance. Würde ich nehmen. Gegen welchen Ring vergleicht er das dann? Elementarscham plus Stärke. Würde Stärkenschaden gesunder Walter Widerstand erhellen. Oder vergleicht das mit dem da? Ja, nehme ich oder einfach, wird schon passen. Oh, das ist ja alles mehr. Rüstung, Zauberschaden, Feuerbeschaden, Intimate Intelligenz. Dafür physischer Schaden, weniger nehme ich auch, komm. So, habe ich mal einen anderen Helm hier. Gut, schön sortieren. Zack, weiter geht's. Auch mal was anderes anziehen, ne? Auch mal was anderes anziehen nach der ganzen Zeit. Habe ich nie gleichzeitig Schaden? Okay, das verstehe ich erst. Ich habe doppelten Live-Pool dann. Theoretisch.
So, ist aktiviert, der Scheiß. Der schon wieder, muss ich mal die Dinge nutzen. Jawohl, 21, weiter geht's mit irgendwelchen Skillungen hier. Zack. Hier. Action. Und hier? Ah ja, hier. Weiter geht's. Fluch. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Verdammte Scheiße. So, jetzt habe ich Discord im Alt. Im Alt. Tab. Fluch. Ja, bin ich. Fluch, nächster Punkt. Der war irgendwo. Der ist da oben jetzt. Yo. Was ist denn das? Mana Cast-Geschwindigkeit. Echt? Okay, und die Sense? Das hier? What the fuck? Das hier. Okay, das habe ich schon mal vorhin geskillt. Okay, geil. Hab ich. Weiter geht's. Geil. Oh, der ist schon wieder. Habe ich hier die Fähigkeit, passt. Er sollte ja gleich weg sein. Ja, bummst du mit deinem Bäuchlein auf mich drauf hier. Fühlst du, wa? Da ist noch so einer. Und weg ist er. Aber meine Fähigkeit ist auch weg. Die wird bestimmt noch irgendwie verlängert irgendwann. Nochmal irgendwas aufnehmen. Irgendwas looten hier. Wieso blinkt denn da was? Achso, ein besonderer hier, ne? Okay. Questbelohnung. Okay, das ist mit der Bubble. Also richtiger Sensenmann, hey, geil. Weiß nicht, irgendwie hat es mir dieser Sensenspell schon von Anfang an angetan gehabt. Und finde ich nice, dass ich damit spielen darf. Im Endspiel. Oh, der ging aber jetzt gut weg. Nahkampfangriffgeschwindigkeit. Finde ich geil. Obwohl ich physischen Schaden mehr krieg. Zweiern-Schwert. Achso, habe ich vorhin schon gehabt. Gut. Machen wir mal. Mehr zuschlagen. Okay, let's go. Aber diese Unterhose, Alter. Wie die mich in den Eiern zwickt. Can't imagine. Oh. So ein Special-Fuzzi hier. Jo, wie meine Gestalt gesunken ist. Boah, ich hab... Alter, ich hab eins gedrückt. Wieso zwickt die mich denn? Nächste Woche beim Wechsel mal eine andere anziehen, ey. Nächste Woche beim Wechsel mal eine andere. Am 29. Stimmt, alle 4 Jahre am 29. Yo, ich spawn hier und das ist voll... Ja. Okay, dann gehen wir mal hier lang. So, hier gibt's kein Land. Hier sehe ich kein Land hier. Kriegerwurzel der Stille. Großschwert des Ruhms. The fuck? Was hier alles ist? Ohne Fluch geht gar nichts. Achso, ich hab meinen
So, mein Goblin, aber das ist ja mein Golem. Mein Golem hier. Weniger Stärke, erhöhte Entzugsrate, mehr Rüstung, mehr LP durch Regeneration, Widerstände der Leere, ja, nehme ich das mal. Was ist das? Zauberschaden, Betäubungschance. Nope. Habe ich schon gehabt. Passt. Sortieren. Sortieren-Button, Main-Button, ey. Sortieren ist schon geil. Geschwindigkeit. Multiplikator, Nahkampf. Okay, das ist schon geil. Gift, Nahkampfsgeschwindigkeit, 5 LP. Ja, tausch mal, wird schon passen. Wird schon passen. Oha, wie viel sind denn von denen hier? Müsste doch mal schauen wegen dem Loot, dass ich auch was mitnehme. Weil der Filter lässt mich nur looten, was für Endgame gut ist. Aber ich bin ja noch nicht im Endgame. So, das ist ein Köcher. Ich dachte schon, wieso gibt's da keinen Vergleich für? Wieso lässt er mich damit das nicht vergleichen hier? So, jetzt kommt bald diese krasse Stelle, oder? Wo ich. Ah, das ist noch ein bisschen. Also ich halt aufpassen hier. Weil ich gestorben bin. War einfach zu viel am. Oh mein Gott. Oh, ich bin gar nicht hingeportet. Ist aber gut, dass der Flug so groß ist. Oh, so viele. Aber ich glaube, es sind generell weniger Gegner als bei Diablo. Ich mag das. Lieber ein paar wildere anstatt 300 Millionen. Auch ein Hackenslayer, aber so Massenschlachten nie ganz so gefühlt, aber noch nie irgendwie eine Hackenslayer gefühlt. Vielleicht wird das erste. Bis jetzt macht es einen ultra guten Eindruck. Mal schauen, ob es zweistellig wird in der Spielzeit. Erstmal das erste Ziel zweistellig. Motivation für zweistellig und dann Motivation für dreistellig. Sitzen, Alter. Ah, zu früh den Heiltrank genommen. Ich hatte Angst, dass ich ihn wieder zu spät nehme. Passt nicht ins Inventar. Zack. Sortieren. Was haben wir denn hier Schönes? Kälteschaden. Okay. Ich muss nach unten? Jetzt zeigst du mir das erst an. Ne, hier runter? Ne, das geht hier gar nicht runter. Mal kurz auf der Map schauen. Achso, ne, das geht da gar nicht runter. Das ist so eine Map. Warte. Hier muss ich hin? Hier vielleicht? Ich glaube so und dann blinkt das hier, oder? Hier. Perfekt. Die Gestalt ist weg. Und dann kommen die Monster.
Ja, genau. Ich glaube, ich bin so richtig. Schätze ich mal. Ich würde gerne aber auch mal mit Controller probieren. Oder vielleicht mache ich beim nächsten Mal auch vom Sessel oder so. Mal schauen, wie das Steißband ist. Machen wir mal einen neuen Golem raus hier. Der ist nicht mehr ganz so fit. Ist gut, dass es anzeigt, wo man hin muss. Ist gut, dass es so ein bisschen anzeigt, wo man hin... Oh, gibt es hier irgendwo eine Tür? So, schön da stehen und tanken hier. Müssen wir immer wieder auch verkaufen. Damit ich wieder irgendwas looten darf. Okay, hier ist die Unterstadt anscheinend. Ja, okay. Ah, mit dem W tust du immer nach vorne chargen, egal wie. Okay, ich könnte jetzt mal kurz in die Stadt porten, oder? Weil ich habe ja noch nichts aufgedeckt hier. Was war das? T? T wie Theodor, wie Teleport. So, wir können alles verkaufen. Wir können ja nicht alles verkaufen. Achso. Gibt's da nicht... Achso, ich habe schon vorhin gefragt. Oh, da ist ein Gürtel. Mana Kälterwiderstand. Tankslots minus 1. Muss ja nicht sein. Muss ja alles nicht sein. Verkaufen einfach. Wird schon passen. Wir ziehen dann ganz frische neue Sachen an. Okay. Ich habe alles soweit. Ich habe alles soweit. Last Epoch sind wir am Spielen. Last Epoch. Gehen wir mal kurz da hoch. Mir war gut, dass sie mich jetzt bitte in der Story nicht so fit gelabert haben. Bestimmt gab es auch ein paar Tutorials dazwischen, die ich da nicht so mitbekomme, aber wurscht. Möchte ich schon sehen mit der Zeit. Würde ich das schon sehen mit der Time. Oh, das ist so ein Schrein. Ach, den Schrein enter ich von hier. Okay. Ich warte nur auf den Blitzschrein. Ah, jetzt habe ich so eine Art Schutz. Oder doch nicht? Sah aus wie so ein Schild um mich herum. Weiß nicht. Verstehen, nehmen, meinen, was soll ich, helfe dir. Ja, bist du geworden, ja, perfekt, ich bin wieder da. Schön. Habe ich wieder irgendwas gemacht? Keine Ahnung. Bin wieder da, das ist schön. Aber laut der Karte müsste ich hier durchgehen können. Irgendwie. Nase laufen. Frech. Was war das? Zerstöre die drei Seelenbehälter und komme zu mir zurück. Erst dann können die Schutzzauber zerstört werden. Ah, deswegen sind ein paar Pfeile da. Ich verstehe. Okay. Steht auch da, zerstöre den Seelenbehälter. Gut, machen wir. Machen wir einfach. Zack. Last Epoch.
Lars, der Botsch hier. Oh. Hast du dieser komische Typ auch noch mit mir, wow, noch auf mich schießen, so ein komischer Seelenbehälter hier. Ruhe. Zutage tun Behälter auf dich schießen, hier. Das ist halt mit der AI, wa? Stopp, ich verliere irgendwie voll Gesundheit. Zack. Hab ich. Was ist denn eigentlich mein nächstes Ding, den ich brauche, den nächsten Spell? Was ist denn der nächste eigentlich hier? Ich habe nur noch einen, den ich nicht habe. Das hier. Und wo ist das? Toter Siegel. Seine Core-Part, das hier. Lebensbarriere. Ja. Ja, ist das das? Das sieht ja zumindest so aus. Gewährt zusätzlichen Schutz deiner Vitalität entspricht. Jo. Ah, hier habe ich wieder was. Oh, da haben wir ja bei Deem da. Was haben wir jetzt? 6. Hier, das da. In der Schnittergestalt verursachst du erhöhten Schaden und hast eine erhöhte kritische Trefferchance, verlierst jedoch LP, wenn du deinen Feind tötest. Yo, wie nett. Das ist natürlich super, das zweimal zu skillen. Schade. Aber LP verlieren heißt ja einfach, dass die Gestalt nicht mehr so lange hält. Okay, einen Seelenbehälter habe ich getötet. Auch weiß ich nicht, ob das Seelenbehälter ist. Wieder so ein Extra-Fuzzi hier. Ja, passt. Passt. Immer alles mit. Opferstab. Schon was der nächste Seelenbehälter mit einem macht. Auch wieder so. Ach, das ist. Oh, das ist er gar nicht. Das ist so ein Special Food. Sie müsste immer weiter weglocken. Komm. Komm her, lock mal den mal weg von den. Von Seelenbehälter. Weil beiden Dodgen habe ich auch keinen Bock. Gegen was kämpft er denn? Mein Golem ist hier. Ich bin hier. Jetzt kommt er. Hier. Wow. Ja, beiden zu dodgen ist nervig. Da in der Ecke auch noch. Komm doch mal her. Komm doch mal her. Dass wir dich mal hier ein bisschen fighten können. Also es ist fies. Kommt der Portal sofort weg. Ja. Macht Sinn. Ja, falsch geportet, weil er wieder geportet. Ja, Port. Der Port immer wieder weg. Jo. Oh, Alter, der ist ja. Der hat ja auch wieder ausgehalten hier. 3 Trankslots, Mana, Diener, Blitz, minus Trank, minus 20 halt, Schutz bei Trankeinnahme, außer für deine Gesundheit. Die Trankslots sind halt doof, ne?
Aber sonst Mana, Dienerschaden, Blitzwiderstand, Nöpplingzeit der Travierungsfertigkeiten. Bei Verwendung an Trank ist wiedergestellt, 16% erhöhte Chance, Tränke zu finden. Ja. Komm, ist höher im Level, nehmen wir einfach, scheißegal. Chance auf Blutung, okay. Hat nicht mehr Nahkampfschaden, ne? Kritische Trefferchance. Der Diener, ja, würde ich nehmen gegen den Bären-Dings da. Wurfschaden, Manakon, Diener LP. Erhöhte Elementarschaden, zwei Stärke, nehme ich lieber gegen den. Nehme ich lieber gegen den hier. Mir kommt es vor, als ob ich halt sehr viel Schaden kassiere. Warte. Das hier, Mana-Rüstung, okay, passt. Gut. Okay, der war ja leichter als der andere. Ich glaube, einen haben wir noch. Nimm mal den Heiltrank. Ach, kann ich nicht doch? Muss ich doch drei? Ich darf den hier nicht nehmen auf dem Slot. Ich darf diesen Slot, darf ich nicht drauf. Jetzt hat. Erhöhte Chance zu finden ist ja eh so, wenn du einmal irgendwie einen Heiltrank nutzt, dann droppt eigentlich sofort ein neuer. Aber wenn das nicht immer so ist und das so dazu zählt. Oh! Jo. Passt. Bin ja gespannt, wann der Schwierigkeitsgrad enorm steigt dann. Wenn noch lasse ich mich von jedem Scheiß treffen, ich sterb nicht. Und mit meinem Movements, Click-to-Move, ist das halt schwierig. Ist das halt auch schwierig, das so zu beherrschen. Das sieht mir mal wichtig aus, das hier. Wenn es so leuchtet. Zweihandaxt. Nein, nur Betäubung. So. Da hoch. Okay, nochmal hier hin. Zerstört, Tode, abgeschlossen. Jetzt mach mal die Tür da auf, mein Freund. Jawohl. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass du mir die Tür geöffnet hast. So, Action. Kultistenlager. Naja, da waren wir ja schon. Hilft den Bewohnern. Erstmal könnte ich verkaufen, bevor ich irgendjemand helfe. Helfe ich mir erstmal selbst. Zack, 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 zack. Okay, habe ich. Hier unten muss ich hin. Zack. Achso. Ich dachte, hier ist jemand zum Quatschen, aber nein, ich muss Hafen von Wellerin. Hafen von Wellerin. Bis jetzt friedlich. Okay. Ich zerstöre irgendwie nie was. Okay, da lang. Ich finde das Ding, den Golem knuffig, wie er so hinterher dackelt. Oh, ist wieder so ein Wurm.
So, hier zum Hinreisen. Zum Hinreisen, dann kann man hier im Kreis gehen. Hier sind irgendwelche komischen Spinnen. What? Ah, hätte ich... Ne, er hatte ich nicht ready. Mehr als normal rausgehen ging ja nicht. Aber echt keine Kisten mehr. Echt keine Kisten mehr. Brech. Also ich meine, also kein Lootkisten. Diese Kisten sind ja, na, die zerstöre ich ja kaum. Oh, hier ist er. Hier ist ein Wilder hier. Ob sich das jetzt gelohnt hat, aber egal. Fähigkeit nehmen, wenn man sie hat. Fertig. Also so ein Fuzzi hier, der Kacke auf den Boden fallen lässt, der hinscheißt auf den Boden. Mit dem Bauch halt drauf springt hier. Wie so im Schwimmbecken. So, das ist eine normale HP. Das ist immer so krass, nebenbei zu sehen, dass man da, dass die HP sinkt, wo es doch keine HP ist. Aber jetzt auf einmal wieder schon. Was für ein Scheißviech hier mit den Drehen. Sind Tentakel oder was? Oh, hier ist ein Heiltrank. Was soll ich, dachte schon, das ist besonders, aber es ist ein Heiltrank mit der Farbe. Das mit dem X ist echt gut gemacht hier. Irgendwas muss ich ja looten. So, da komme ich jetzt wieder hin, wo ich hin muss. Ah, hier muss ich hin. Irgend so ein Fuzzi, der hat mich geslowt oder was? Was ist denn das für ein Typ? Hockt hier auf irgendeiner Krabbe drauf? Aua. Öffne den Schatz, Orakel, so nimm ihn an dich. Jo. Schätze nehme mich gerne an mich. Äh, 37 Multiplikator. Chance auf Gift bei EP bei Nahkampftreffer. Ich habe mehr Schaden, ich habe mehr Schadenmultiplikator für Crit. Aber ich krieg weniger LP zurück. Egal, tauschen wir, was ist das? So, das ist wieder Offhand. Köcher oder was? Ja. Das hier verringert Cast-Geschwindigkeit. Das hier wieder weniger Mana. Okay. Im Schatz verborgen. Seele, Schutz, Kristall, bla bla. Dankeschön. Quest erledigt. Das ist doch das Wichtigste. Oh ne, da drüben ist so ein Symbol. Da drüben ist so ein Symbol. Ist der bis rüber gehüpft oder was? Von drüben? Die kommen von drüben. Die kommen echt von drüben. Kannst du dir nicht vorstellen. So, hier. Wieder so ein Elite-Fuzzi hier, der mir her einheizt und sich wieder hin und her portet. Und ich kann nicht so oft porten. Na! Keine Ahnung, das ist dieses Eng, also das war dieses enges Wild da. Ja, dann geh ich mal da lang. Ich habe gesehen, irgendwas ist da, aber ich war mir nicht sicher. Jo, Nachti Kekse, ich bin auch am Sensen hier. Schöner Wortwitz, bitte mehr davon.
einfach mal da lang hier. Wow. Wow. Oh, da kommt er schon auf mich zu, schau an. Der verfolgt mich bis hierher. Lol, was für eine Drecksau. Was hat denn der für Fähigkeiten hier? Hin und her porten, so wie die anderen. Und das ist irgendeine Scheiße, was er macht. Dann schießen. Ach, da ist ja noch ein, so ein Böser. Wow, 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 danke. Wow, weg. Alter, es ist halt da 3 Millionen Fähigkeiten, ich sehe nichts. Da ist er ja wieder. Hallo. Jo, dann tut er dich anvisieren hier. Ah, ich kann nicht hin. Ach, das war das vorhin vielleicht. Jo, Port. Ey, ich würde halt noch mehr porten. Okay, irgendwelche Fähigkeiten sind von dem Fetten.